Moin Moin und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Das Video freut mich ganz besonders, denn wir feiern heute die 100 Abonnenten. Dafür vielen, vielen lieben Dank und nach dem Intro legen wir los. Ja, ich habe es eben schon gesagt. Vielen, vielen lieben Dank für die 100 Abonnenten. Das hat mich sehr gefreut. Es ging jetzt im Vergleich zu den ersten 50 richtig schnell. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir die feiern konnten. Damals mit einer Ultra Premium Collection. Und genau das gleiche machen wir heute auch. Diesmal von Schimmernde Legenden. Ich habe richtig Bock reinzugucken. Und ich habe eben schon gesagt, aber ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken. Wir sind inzwischen schon ein ganzes Stück über den 100 Abonnenten. Also da auch vielen, vielen lieben Dank. Es macht mich sehr froh, dass das alles scheinbar ganz gut bei euch ankommt. Trotzdem jegliches konstruktives Feedback oder Kritik gerne immer in die Kommentare. Ich will mich immer weiter verbessern und habe richtig Bock, hier weiterzumachen. Und hier schauen wir jetzt mal rein. Ich habe noch aus unserem Collabo-Projekt diese Booster übrig. Die ersten beiden, die werdet ihr dann in meinem Part sehen. Die nehme ich jetzt hier mal raus. Einfach von vorne weg. Blendet wieder ordentlich. Und dann sind hier noch vier Booster übrig und die gucken wir uns heute auf jeden Fall mit an, damit das Ding dann auch geleert ist, weil sonst weiß ich nicht so genau, was ich mit diesen vier Boostern machen soll. Ja, aber das Herzstück dieses Openings ist natürlich diese Megabox und die versuche ich jetzt irgendwie halbwegs auf Kamera auszupacken. Und ja, das wird eine kleine Herausforderung, weil die Box relativ groß ist. Ich packe mal so ein bisschen hier mit rein, dass ihr es sehen könnt. Und ja, ich werde es wahrscheinlich jetzt einfach mal ein Stück vorspulen, dass es nicht zu lang für euch dauert. So, und jetzt versuche ich sie mal irgendwie halbwegs ins Bild zu bekommen. Also ich krieg's nicht ganz hin. Ich ziehe es mal so ein Stück weg. Dann öffnen wir den oberen Teil, nehmen ihn einmal ab. Ich habe hier echt ein leichtes Platzproblem. So, und dann schieben wir das Ganze einmal zurück. Wir sehen hier die wunderschönen Promos. Ich hoffe, die sind auch alle in Ordnung. Das Ding ist aus dem Pokémon Center USA. Da habe ich mir diese zwei Boxen damals geholt. Eine fürs Abo-Special und die andere, weil ich sie gerne behalten möchte. Und ja, wir haben hier ein schimmerndes Lugia, eine Pikachu-Promo, eine Rainbow Ho-Oh und dann noch ein schimmerndes Celebi. Wunderschöne Karten und ich gucke jetzt mal, dass ich die hier hoffentlich vernünftig rausbekomme. So, das geht schon mal ganz gut. Figur gucken wir uns natürlich gleich auch noch an. Ich packe das Ganze erstmal zur Seite, dass wir uns hier angucken können, was in dieser Box noch so drin ist. Und zwar haben wir einmal hier eine Playmat, auf die gehen wir gleich ein. Die wird dann natürlich auch sofort ausgetauscht. Und dann haben wir hier ein Artbook und ich schieße mal wieder kurz weg, weil meine Kamerahaltung sonst im Weg ist. Es ist echt viel, was in dieser Box ist. Und zwar haben wir hier noch, oh Gott, es ist wirklich ein Platzproblem. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie vernünftig hin, dass es cool für euch aussieht. Aufbewahrungsboxen. Und ich würde sagen, alles vorsichtig weggepackt. Da gucken wir jetzt als erstes mal kurz drauf, damit hier nicht andauernd das Kamerastativ wackelt. So, der Gott ist mal direkt falsch rum. Und hier haben wir sie, diese wunderschönen Aufbewahrungsboxen. Zoroark, Arceus und Arceus, wie sagt ihr es eigentlich? Haut es mal in die Kommentare. Ich sage Arceus. Und Gensekt. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall wieder schön was, um Stauraum zu schaffen. Jetzt packe ich es vorsichtig hier weg. Dann schauen wir einmal in das Artbook rein. Hier haben wir das Labor Mewtwo, das natürlich ein richtig geiler Pool hier wäre. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall richtig, richtig fertig an. Zumindest außen rum drin. Ist halt normales Papier, aber ist halt so ein bisschen designmäßig was beschrieben. Also werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen, hier die schimmernden Pokémon. Und da ist mein Most Wanted Pool auf jeden Fall noch Rayquaza. Das wären so die zwei Wunschpools, wenn wir die heute irgendwie rausbekommen. Und hier natürlich noch Original oder Original Shinies, nennen sie es selber. Die werden natürlich richtig nice, die habe ich leider nicht in meiner Sammlung. Wird heute auch nicht gezogen, weil sie sind nicht hier drin. So, und dann entfernen wir mal das Folgeset quasi, verborgenes Schicksal, und gucken uns die wunderschöne Playmat zu schimmernde Legenden an. So, ein bisschen eingerollt, aber fürs Video denke ich, sollte das funktionieren. Wir haben hier den God Himself, Mew, Ho-Oh, Hirachi,
Dann hier unten haben wir noch Lugia, hier, was? Celebi, warum kommen wir auf Jirachi? Jirachi ist hier. Rayquaza, Vulcanion und hier haben wir noch das gute Gensect. Gensect, auch da, jeder sagt es ein bisschen anders. So, ich nehme mal das Logo so ein bisschen raus. Ich denke, so sollte es halbwegs vernünftig in der Kamera aussehen. Und dann widmen wir uns mal dem Wichtigen. Es kommt auch noch ein Giveaway als kleines Dankeschön. Und das Ganze folgt dann später. Es wird sich wieder um TCGO-Content handeln, beziehungsweise das Giveaway. Und da schauen wir dann gleich mal drauf. So, jetzt nehmen wir das alles mal vorsichtig hier raus. Und ich würde sagen, bevor ich die jetzt alle ganz vorsichtig raushole, spule ich nochmal einen kleinen Moment vor. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt alles rausbekommen. Einmal noch, dass ihr seht, was zusätzlich noch drin war. Natürlich war der Boxcode drin. Den gibt es unter anderem auch dann gleich im Giveaway. Dann haben wir hier noch Trenner für die Boxen. Diese nice Ho-Oh-Statue war auch einmal mit drin. Und natürlich unsere Promokarten, die wir jetzt direkt einsliefen. Die sind alle ein bisschen gebogen. Sind ja auch schon ein bisschen länger in der Box. Und die Halterungen sind halt diese alten Halterungen. Ich bin froh, dass ich sie eigentlich einfach unbeschädigt rausbekomme. Als erstes haben wir hier das schimmernde Lugia, richtig, richtig schöne Karte und ist auch sonst von den Macken, die hat halt leicht gebogen, aber sonst alles wirklich perfekter Zustand, freut mich natürlich sehr. So, hier haben wir ein, na, so ein Licht nur so aus, sieht aber sonst auch wieder perfekt aus, gut, das ist nur das Pikachu, da wäre ich jetzt nicht so traurig drum, wenn das irgendwie eine Macke hat, ist natürlich auch ein richtig, richtig nices Artwork, da brauchen wir nicht drüber reden, hier mit den Palmen und dem Foil. Aber die schimmernden oder die Rainbow wären schon schlimmer. So, dann schauen wir hier mal. Hier sieht eigentlich auch alles soweit gut aus. Das ist das Ho-Oh Rainbow. Centerings denke ich auch ganz okay. Von daher auch alles wunderbar. Und dann haben wir als letztes unser Celebi. Und auch das finde ich ist einfach eine wunderschöne Karte. Und ja, diese beiden, beziehungsweise diese drei inklusive der Pikachu Promo, kommen jetzt schön in meine Sammlung. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 schimmernde Legendenbooster. Und ich hoffe, wir können hier was richtig, richtig Cooles rausziehen. Dann noch unsere 4 Clash der Rebellen, die wie gesagt noch über sind, dass wir noch ein bisschen was dazu haben. Die schmeiße ich einfach mal hier so mitten rein. Habe ich auch die Mitte getroffen? Jawohl, perfekt. Damit haben wir dann 14 Booster, die wir uns heute angucken. Und ich will gar nicht mehr lange rumschnacken. Rück nochmal die ein bisschen ins Bild, damit ihr die auch sehen könnt. Und dann fangen wir an, die Packs zu zerrippen. Ja, das Set habe ich schon echt lange nicht mehr aufgemacht. Ihr kriegt natürlich auch hier die Codes, zumindest für diese Packs alle. Gönnt euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr was Geiles zieht, haut es gerne in die Kommentare. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier bekommen können. Wir starten mit der Metallenergie. Oh, alles Englisch. Venuflibus, jetzt geht das wieder los. Impergator. Ich weiß es eigentlich. Ramot. Ja. Kanimani. Oh Gott. Bitte verzeiht mir. Rosana. Plusel. Oh, ja, diese Zwischenentwicklung kriege ich immer nicht hin. Kanimani. Ein Bisaknosp in Reverse. Und startet das geil, Leute. Oh, so kann noch mal ein 100-Abo-Special beginnen. Shining Arceus, richtig nice. Unser erster Shiny Pull. Auch wenn ich diese wunderschöne Karte schon auf Deutsch besitze, aber die nehme ich doch sowas von gerne mit. Sehr, sehr nice. Also das nenne ich doch mal einen guten Beginn. Und ja, mal gucken, ob das so weitergeht. Wie gesagt, Rayquaza, einfach weil es eins meiner Lieblings-Pokémon ist, ist auf jeden Fall in meinen Top 3. Hätte ich deswegen ultra gerne ein Shiny und das Labor Mewtwo, einfach weil es Artwork geil ist. Und von daher schauen wir mal, was hier so rumkommt.
Aber generell von dem Set fehlen mir eigentlich noch ziemlich viele Karten, weil ich davon nicht so viel aufgemacht habe, weil ich ja später eingestiegen bin und davon einfach nur so ein bisschen nachgekauft habe. So, jetzt gehen wir weiter. Flunschling, Minun, Barmelin, Irokex, Voltoball, Manaphy Reverse Rare und dahinter ist ein Zekrom. Wenn ihr es nicht wisst, in dem Set sind mindestens immer Holokarten drin, von daher ist es okay. Zekrom habe ich auf jeden Fall schon mehr als einmal und darum ist das jetzt keine Karte, über die man sich besonders freut. So, der Code wieder für euch und dann schauen wir mal, was wir hier rauskriegen können. Die Elektroenergie, die gute Lilly, Pokémon Züchter, glaube ich, ist das. Hyperball, Barmelin, Irokex, Tyrakrok, ist es, glaube ich, jetzt fällt es mir wieder ein. Rosana, Pikachu am Regenbogen, ist das ein Vorzeichen? Pikachu mit dem Regenbogen, Yveltal Reverse Rare und dahinter Yveltal Holo. Okay, aber ich finde die Karte an sich trotzdem richtig, richtig nice. Wir wollen die Holos hier ja nicht verachten, weil sie sind einfach auch echt schön designt, finde ich. Auch wenn es jetzt nicht die Superpuls sind hier. Und darum nehmen wir die doch auch gerne mit. Ich glaube, ein oder zwei Holos stehen mir aus dem Set tatsächlich noch. Ich habe es nicht im Kopf, welche. Yveltal könnte tatsächlich eine davon sein. Von daher bin ich da gar nicht so mad. Und ich finde es auch echt cool, dass in so einem Sonderset halt immer eine Holo drin ist. Klar, es verliert jetzt ein bisschen die Besonderheit. Aber man hat so gesehen immer was, worüber man sich freuen kann. So, die Doppelfarblos-Energie. Baldorfisch. Knilz. Golbit, glaube ich. Filiu. Plusel. Ja, ich weiß es eigentlich, Leute. Ich weiß es eigentlich. Es tut mir leid. Und dahinter ein Viridium. Also die nächste Holo-Karte. Und damit haben wir die Hälfte der Shining Legends nach diesem Pack hier geöffnet. Und einen coolen Hit haben wir auf jeden Fall rausgezogen. Gucken wir mal, ob wir noch was anderes rausziehen können. Und los geht's mit der Wasserenergie. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich gerade diese komplette Entwicklungsreihe nicht mehr auf dem Schirm kriege. Es war sogar mein Starter bei Sonne und Mond. Tut mir leid. Chris, Filiu, Voltoball, Golbit, Knilz, Minun, Voltoball Reverse und dahinter haben wir ein Palkia. So, damit sind 5 Booster geöffnet. Und wir gehen zu Clash der Rebellen über. Schauen wir mal, ob die Packs uns jetzt auch ein bisschen Glück bringen. Wie gesagt, ist der Rest aus. Muss ich überlegen, was habe ich damit alles aufgenommen? Das Battle mit Kim habe ich davon aufgenommen. Und dann auf jeden Fall die ganzen Collabo-Parts. Gönnt euch. Und ja, mal schauen, was hier dann im Endeffekt aus diesem Display noch übrig ist. Ob wir hier noch was Cooles rausbekommen oder ob das in den ganzen anderen Videos war. Also checkt die auf jeden Fall gerne ab. So, Elektroenergie. Mal gucken, wo ich die hinlege. Navitaub, Sania, Pilipper, Vulpix, Paragoni, Galarporenta, Raffel, Galarpantimos, Zwillingsenergie Reverse und ein Skelaber in Holo. Ja, wo die Holos eigentlich die ganze Zeit garantiert sind, ziehen wir jetzt einfach noch eine Holo hinterher. Die nehmen wir doch mit und schauen weiter, was Clash der Rebellen uns bringt. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr auf irgendwelche Formate, die ich jetzt gemacht habe, besonders Bock? Habt ihr irgendwie andere Ideen, was wir mal machen können? Haut es mir gerne in die Kommentare. Ich bin für fast alle Schandtaten bereit. Und von daher wollen wir hier, dass es auch so weitergeht. Navitaub, Horrorenergie, Phonifas, Schallquap, Unratütox, Iguana, Gramokles, Lichtel, Panatora Reverse und ein Katapultra. Wie? Also, vielleicht hätte ich die Packs nicht so lange, also die ganz hinteren mal nach vorne nehmen sollen. Da kommt doch auf jeden Fall Puls raus. Sehr, sehr nice. Hiervon hätte ich auch richtig gerne noch die V-Max. Das ist eine von zwei, die mir noch fehlt. Aber mir fehlen tatsächlich auch noch V-Karten. Da bin ich mal gespannt, ob ich die irgendwann nochmal ziehen kann. Und zwar eigentlich nur Zwolok, das, was keiner haben will. Und das normale Gorpom fehlt mir tatsächlich auch noch. Und ja, schauen wir mal, ob ich die irgendwann bekommen kann. Es fängt auch noch an zu reimen. Ich sollte lieber die Klappe halten. So, und wir gucken, was jetzt weitergeht. Legios, Maskeregen, Nugget, Bronzel, Toxel, Lichtel, Lutorzel, Pipi,
Skoppel, ja, das wäre besser gekommen. Und dahinter haben wir einen Brannerwatz. So, und damit haben wir das letzte Pack von Clash der Rebellen aus dem Display. Und dieses Pack entscheidet jetzt, ob es ein ultra krasses Display wird oder nicht. Wir werden es herausfinden. Schaut auf jeden Fall alle Collabo-Videos an. Weil da waren natürlich auch geile Hits aus diesem Display bei und einer wird euch umhauen, das sage ich euch jetzt, also guckt es euch auf jeden Fall an. Luxio, Pandra, Knapfel, Schallquapp, Unratütox, Iguana, Gramokles, Skunkapu und dahinter ein Barrakiefer. Also, aus vier Packs eine Hole und eine V-Karte, denke ich, können wir durchaus mit zufrieden sein, aber das Wichtige kommt jetzt wieder. 5 Booster, schimmernde Legenden und wir schauen jetzt, was die uns noch gönnen. Ein Pull hätte ich auf jeden Fall gerne noch daraus. Muss jetzt nicht unbedingt hier GX sein. Wenn es natürlich Full Art oder Rainbow ist, nehmen wir die auch gerne. Boah, ich hoffe, es ist nicht so laut für euch wie gerade für mich dieses Pack. Aber wir gucken mal, was jetzt hier kommt. Und auf geht's. Wir haben die Elektroenergie, Lilly, Pokémon-Züchter, Arbok, Filiu, Volteball, Golbit, Barmelin, Zorokex, Krypok als Reverse und dahinter ein Zorak GX. Also, gerade meckere ich noch, ich will keine GX, ich kriege einen. Ich hätte gern kein schimmerndes Rayquaza. Jetzt ist es mir sogar kurz entfallen, aber trotzdem sehr, sehr nicer Pull. Ich glaube tatsächlich, das Zorak habe ich sogar noch nicht. Also von daher nehme ich das doch auf jeden Fall mit. So, damit haben wir schon... Das will nicht aufgehen. Haben wir schon einen Hit. Aber ich hätte echt gern noch eine schimmernde Karte. Wie gesagt, mein Wand ist ja klar. Ich habe es jetzt mehrfach erwähnt. Und auf geht's. Wir haben die Feenenergie. Arbok. Bojelin, Elektroball, Flunschling, Rettern, Kappels, Volteball, ich begreife nicht, warum mir der Name nicht einfällt von der Reihe, Flunkiefer und ein Hooper in Holo. So, damit stehen noch drei Packs an. Machen wir ein kurzes Recap zwischendurch, was wir hier jetzt krasses zumindest gezogen haben. Shining Arceus als beste Karte, dann eben noch GX, Zoroark und aus den vier Clash der Rebellen Skelabra Holo und Katapultra V. So, und an dieser Stelle haue ich einfach jetzt das Giveaway rein. Und zwar geht, wie beim letzten Mal, auch um TCGO-Content. Ganz wichtig fürs Online-Game. Und zwar, ich spiele das selber nicht aktiv, habe aber ein paar Karten, wo sich vielleicht der ein oder andere drüber freuen kann. Es gibt natürlich diesen Code, den Boxcode zu gewinnen. Jetzt muss ich auch meinen schlauen Zettel spicken. Zusätzlich gibt es noch Folgekarten und zwar alles für einen Gewinner. Jirachi Prisma, Amigento GX Rainbow, Relaxo VMAX in Rainbow, dann Arceus, Dialga und Palkia, die normale Tag Team Karte. Zusätzlich noch das Zacian V-Code aus der Legendary Tin Box. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Dedenne GX in Rainbow. Und ich hoffe, für alle TCGO-Spieler ist das ein ganz geiles Paket. Und ich kann euch damit eine Freude machen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist in die Kommentare schreiben. Über Like und Abo freue ich mich natürlich auch richtig. Und ist auch super gern gesehen, damit wir hier weiter so super wachsen können wie im Moment. Ich bin euch da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Also, haut's in die Kommentare und ich werde es in 2 Wochen dann auslosen. Da mir das letzte Mal leider unterstellt wurde, dass ich das alles manipuliert hätte, werde ich die Auslosung live auf Instagram machen. Also folgt mir da gerne. Werde hier aber trotzdem bei YouTube dann das Video dazu hochladen, damit ihr auch hier das mitbekommt, falls ihr kein Instagram habt oder es einfach nicht nutzen möchtet. Damit auch jeder Bescheid weiß und ich hoffe, ich kann euch damit eine Freude machen und ein bisschen was zurückgeben. Ja. Davon jetzt aber genug. Wir gucken uns diese drei Packs noch an. Rayquaza, Ginsekt und Rayquaza. Und den Boy möchte ich gern haben. Also los geht's. Wie steht's denn bei euch eigentlich generell mit dem Set? Habe ich noch gar nicht gefragt. Habt ihr noch Bock da drauf?
Weil es gibt ja noch mal hier oder da Produkte davon zu einem vernünftigen Preis. Oder sagt ihr, nee, es hat jetzt einfach aufgrund von schimmernden Legenden für euch keinen Stellenwert mehr. Würde mich mal interessieren. Ich finde es immer noch ziemlich cool. Aber aus schimmernden Legenden, jetzt komme ich selber durcheinander. Verborgenen Schicksal kann man natürlich extrem viele Shinies ziehen. Hier ist es auch die normalen Shinies noch wirklich was Besonderes, wo man sich richtig drüber freuen kann. Und wir hoffen, dass wir hier noch eins kriegen. Und wir haben ein Shaman als Reverse und ein, das ist schon wieder wie bei diesem Teil, ein Shaman als Holo. Also die nehmen wir doch auch nochmal mit. Und jetzt zwei Booster noch. Kann noch was rauskommen oder nicht? Der Code, der Kartentrick und nicht der Energie, sondern die Blitzenergie. Bisaflor, Lilly, Venufliebes und ich bin selber jetzt etwas nervös. Können wir noch was Geiles ziehen? Reshiram, Reverse Rare und nein, leider nicht. Damit haben wir auch unseren ersten doppelten Holopull und jetzt Last Pack Magic. Kommt noch was Oberkrasses hier raus oder nicht? Ey, diese Booster, es tut mir so leid, die sind so laut. Ich gebe mir schon echt Mühe, die nicht so krass laut zu öffnen. Ist halt ein bisschen schwierig. So, das Finale mit der ausgeschorbenen Feenenergie. Die Warp-Energie. Impergator. Cleopatra. Rosana. Visaknosp. Knilz. Kanimani, Bisasam, Bisaknosp Reverse und wir enden mit einem Hooper. Ja, leider nur ein schimmerndes Pokémon gezogen, aber hey, ich bin damit zufrieden. Die Box ist mega geil und diese Promokarten sind halt auch der absolute Wahnsinn. Ich finde die richtig, richtig nice. Von daher, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich nochmal bei euch. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich habe Bock, hier weiterzumachen. Haut gerne eure Anmerkungen in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich lese alles, kommentiere alles. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.